So, 14 Uhr geht los. Wunderschönen guten Tag von uns hier von Softing. Darf Sie ganz herzlich begrüßen heute zu unserem Aufbau-Online-Seminar von letzter Woche. Darf ich wieder vorstellen, mein Name ist Alfred Huber. Ich bin hier im Hause verantwortlich für die technische Abteilung. Ich werde Sie heute wieder durchs Programm führen. Macht es nicht alleine, wie wir es gewohnt sind bei uns. Hat meinen Kollegen wieder dabei, der sich gerne selber ein bisschen ins Licht stellen möchte. Ja, die Kappe habe ich ja schon hingelegt auf den Wire-Expert. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott und willkommen am Faschingsdienstag. Mein Name ist Matthias Karben. Ich bin zuständig für den Bereich Sales und Marketing bei der Softing IT Networks. Ich werde heute den Chat begleiten, beziehungsweise den Fragenbereich. Sie sehen rechts oder links, je nachdem, wie Sie es aufgebaut haben, so eine Art Dashboard. Hier haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese Fragen werde ich aufnehmen, eventuell auch gleich beantworten, aber im Normalfall sammle ich diese Fragen und dann werden wir am Ende des Webinars auf diese Fragen eingehen, weil es doch meistens so ist, dass diese Fragen doch viel mehr Leute interessieren und eventuell der eine oder andere davon partizipieren kann. Was wir auch in diesem Dashboard haben, sind Unterlagen, die wir Ihnen schon zur Verfügung gestellt haben. Natürlich haben wir unseren Produktkatalog einmal dort eingestellt, damit Sie auch sehen, was wir alles an Produkten haben, neben dem schönen Wire-Expert, den Sie hier sehen. Sie können auch die Präsentation schon herunterladen und sich ein bisschen anschauen. Aber schön wäre es natürlich, wenn Sie dem Herrn Huber hier folgen würden. Wenn es irgendwelche Themen gibt, wie gesagt, schreiben Sie es in den Fragenbereich oder in den Chatbereich. Ich werde dann entsprechend reagieren und agieren. Eine wichtige Thematik habe ich noch. Wenn wir das Webinar dann beenden, und ich denke mal so zwischen 50 und 60 Minuten werden wir brauchen heute, dann kommt normalerweise noch eine Umfrage. Und es wäre sehr schön, wenn wir Feedback bekommen. Wir möchten uns natürlich verbessern. Wir sind natürlich auch froh über jeden Kommentar, über jeden positiven Kommentar, wenn etwas gut war oder schlecht war. Natürlich mehr die positiven Sachen herausstellen. Nein, aber wäre nett, wenn Sie einfach diese 3 Minuten, die Sie da brauchen würden, um diese Umfrage dann durchzugehen, einfach mitmachen würden. Wir sammeln das natürlich und wollen uns da auch stetig verbessern. Es ist ja nur heute ein Teil unserer Webinarreihe. Das geht ja weiter. Ich glaube, Alfred, du wirst das noch zeigen. Oder auf unserer Webseite finden Sie natürlich alle unsere Webinare. Sind ja sehr, sehr viele technische Webinare. Heute geht es sehr, sehr stark in den Produktbereich rein. Wer schon an CU-Basis und Teil 1, fortgeschrittene Teil 1 teilgenommen hat, kennt ja schon mal die Grundlage, wo das Gerät eingesetzt wird. Wer das nicht gemacht hat, ist nicht so schlimm. Der wird auch heute folgen können. Kann sich natürlich aber jederzeit in unserem Webinarbereich oder Seminarbereich die Aufzeichnung auch anschauen und einfach nochmal ja, durch den Kopf gehen lassen sozusagen. Ich wünsche viel Spaß. Ich verabschiede mich jetzt. Ich werde jetzt zum Chat gehen. Überlasse dir das Wort. Vielen Dank. Viel Spaß und bis später. Ich komme dann wieder ins Bild. Wunderbar. Vielen Dank, Matthias, für deine Vorstellung und fürs Housekeeping. Wunderbar. Thema heutigen Tages sind praktische Messungen und Fehlersuche mit dem Gerät, was wir hier sehen, mit dem Wire Expert. Das Ganze ist eben Teil 2 von letzter Woche. Letzte Woche haben wir eben die theoretischen Grundlagen sind da durchgegangen. Die theoretischen Grundlagen sind wir durchgegangen, des Messens, des Zertifizierens, haben uns die ganzen Messparameter und die ganzen Standards angeschaut, die im Hintergrund sind. Und was wir heute machen werden, heute wollen wir sehen, wie das wirklich messtechnisch dann ausschaut. Ich war nicht untätig im Verlauf der letzten Woche. Ich habe hier wunderbare, viele, viele Ringe, Messringe mir gebaut und habe diese Messringe dann vermessen, habe blöderweise festgestellt, dass die meisten dieser Messringe nicht für den täglichen Einsatz geeignet sind, weil sie Fehler drin haben. Und das, was ich da ausgemessen habe, habe ich dann eben hier ein bisschen zusammengefasst und sortiert das Ganze, dass wir uns ein bisschen an der roten Linie durchhandeln können, wie das Messgerät auch das macht und wollen mal gucken, wo kommen die Fehler her, wer hat was angestellt, wenn was, welche Dinge passieren. Wie gesagt, nachdem es der Teil 2 von letzter Woche ist, haben wir jetzt auch die ganzen Vorstellungsrunden der Firma und sowas weggelassen und wollen gleich mitten ins Thema einspringen. Messgerät, mit dem wir heute arbeiten wollen, ist unser Wire-Expert, unser Universalgenie für alle messtechnischen Anwendungen im Netzwerkbereich. Hier haben wir nach dem Rad alles zusammengefasst: Tertiärverkabelung, normale Standardverkabelung, Patchkabel testen, Koaxialleitungen testen, mit den richtigen Adaptern dazu auch Glasfaser testen. Werden wir am Donnerstag werden wir das Gerät in Richtung Glasfasermessungen vorstellen.
schon mal als Vorankündigung auch ein Teil 2 von dem theoretischen Teil der letzten Woche. Dann kann man ihn noch einsetzen in der Industrie zum Messen von Industrieverkabelung, wo die Steckgesichter oft abweichen von unseren R45. Rechenzentrum natürlich, die ganzen Bandbreitengeschichten, die raufgehen in den 2 Gigahertz-Bereich, Cat 8, Klasse 1 und 2. Und das Gerät wird auch gerne eingesetzt im Labor, so also Ergänzung für Netzwerkanalysatoren. Also wirklich ein Universalgeliefer, die ganzen Messungen. Das wollen wir jetzt einfach erstmal konfigurieren, dass wir unsere Messungen durchführen können. Fangen wir mal an mit der Gerätekonfigurationsgrundeinstellung von Geräten. Und diese Basiseinstellungen der Geräte sind eigentlich unabhängig von dem, was wir hinterher messen wollen. Wie kommen wir dahin an die ganzen Geschichten? Unten haben wir jetzt eine Taste System. Wenn wir System drücken, geht neue Oberfläche auf. Hier kann man gewisse Grunddinge einstellen, die fürs Messen gebraucht werden, wie zum Beispiel Längeneinheiten. Wollen wir in Füßen oder Metern angeben, die Darstellung der grafischen Grenzwertkurve, wenn wir nach oben oder nach unten weggehen. Eine Besonderheit vom WireXpert ist, dass er aus 2 identischen Geräten besteht. Und diese Geräte kann man beliebig konfigurieren zu Lokalgerät oder Remote-Gerät. Das heißt, ich habe auch den Luxus zum Beispiel, dass ich mir ein Lokalgerät konfigurieren kann und 3 Remotes, wenn ich 2 Sätze von Messgeräten hätte, um schneller beim Messen durchzukommen. Also da gibt es diverse Spielarten noch dazu. Wollen wir uns nicht allzu lange daran aufhalten. Auf dieser Seite gehen wir mal zur zweiten Seite. Auf der zweiten Seite von diesem Einstellungsmenü gibt es solche Dinge wie Datum und Uhrzeit. Da möchte ich ein kurzes Wort dazu sagen. Passen Sie immer auf, dass die Datumseinstellung der Messgeräte wirklich zum Messdatum dazu passt. Dieses Messdatum wird später auf den Protokollen zu finden sein und dient, wie gesagt, als Beweis, dass Sie wirklich diese Messungen an diesem Tag auch durchgeführt haben. Wenn so ein Messprotokoll mal, wie in Bayern sagt, gerichtsmassig wird, vor Gericht erscheinen muss als Beweismittel und da steht ein völlig verkehrtes Datum der Messung drauf, ist das sofort wertlos. Also achten Sie darauf, dass diese Kleinigkeit Datum richtig eingestellt ist, Zeit, wenn es eine Stunde hin oder her geht, glaube ich, nicht das große Problem. Gut, also das sind so Grundeinstellungen des Messgeräts selber, damit man arbeiten kann damit. Das nächste, was wir jetzt machen, ist gehen wir rein in die Einstellung für die Messungen. Da gibt es jetzt diesen Messeinstellungsbildschirm, mal die Übersicht hier angezeigt mit den 4 größeren Feldern, die wir haben. Und was wir jetzt konfigurieren wollen, damit wir messen können, ist, wir suchen uns jetzt mal den passenden Messstandard raus. Was wir hier messen wollen oder was ich gemessen habe die letzte Woche, das war EN50173. Sie erinnern sich, europäische Variante von der ISO 11801. Wir messen bis zur Klasse EA hoch. EA ist E250 MHz, augmented, erweitert auf 500 MHz, brauchen wir, Sie erinnern sich an die Tabelle mit den Anwendungen, um 10 Gigabit Übertragung möglich zu machen. Dann messen wir in der Konfiguration ABD-Link, Sie erinnern sich an das Konfigurationsbild der Permanent-Link-Strecken. ABD-Link heißt einfach, ich habe ein Stück Kabel und zwischendrin Kabel und links und rechts einfach nur eine Dose, kein Consolidation Point, kein Sammelpunkt. Okay, dann haben wir eingestellt, welches Kabel haben wir. Da könnte man normalerweise auch Hersteller und Kabeltyp eingeben, aus einer Liste auswählen. Ich habe das Ganze mal hier generisch gesetzt auf K7, 7A FTP-Kabel. NVP-Wert habe ich gewählt mit 82. Ausbreitungsfaktor haben wir gelernt, für Länge entscheiden. Steckverbinder habe ich auch einen generischen Typ mal gesetzt. Shielded K6A, also einfach geschirmte Steckverbinder, die ich verwendet habe. Jo, das war es im Grunde schon von den Messeinstellungen hier. Wenn man jetzt ein Stück tiefer geht, dann kann man noch ein paar Testoptionen mit aktivieren, die vielleicht ganz praktisch sind. Ganz oben sehen wir den sogenannten Lokator. Das habe ich letzte Woche erklärt. Das ist die Fehlerstellenortung des Gerätes im Hochfrequenzbereich, also für die Übersprechung, für die Rückflussdämpfungsparameter. Dann kann man hier auswählen A oder B, Auflegeart, haben wir auch gelernt. Es gibt 2 Standards hier für R45-Technik. Was haben wir noch aktiviert? Hybridmessung ist hier drin aktiviert, bräuchte man eigentlich nicht. Das ist die Messung, die uns erlaubt, Strecken zum Beispiel zu messen, die auf einer Seite Buchse, auf der anderen Seite auf Feld konfektionierbar stehen, sogenannte MPTL-Strecken. Midspan haben wir ausgeschaltet, das wäre wieder so ein Injektor oder was mit in der Schleife wäre, damit dem nichts passiert. Was aktiv war, war DCIU-Messung, das heißt Widerstandsunsymmetrie-Messungen. Das brauchen wir eben, wenn wir auf den Strecken High-Power-PoE, so 50 Watt aufwärts übertragen möchten. Okay, also ein paar Grundeinstellungen des Messgerätes und die Testeinstellungen dazu. Von hier aus, von diesem mittleren Menü, könnte ich gleich zum Projektmenü gehen. Im Projektmenü kann ich dann die ganzen Einstellungen vornehmen,
Wie soll der Speicherort heißen, wo das Ganze hingespeichert wird? Wer ist der Benutzer? Wer ist der Messtechniker, der das durchgeführt hat? Dann haben wir hier noch Benamungsoptionen. Wie werden die Strecken benannt? Automatisch? Möchte ich es zu Fuß benamen? Habe ich eine Liste eingeladen von Namen, die dann abgearbeitet werden sollen und so weiter? Auto speichern ist, dass er die guten Messungen automatisch speichert. Aber das ist, wie gesagt, eine Grundeinstellung für die Messungen, die jetzt als nächstes kommen werden. Könnte ich auch von da aus hingehen zum Projekt? Viele Wege führen nach Rom. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie man da hinkommt. Okay, Messgerät ist jetzt mal konfiguriert für die Messungen, die wir gerade vorhaben. Jetzt gucken wir das Messgerät selber nochmal an. Was brauche ich jetzt für Messadapter oder wie komme ich jetzt zu meinen Messungen hin? Unten sehen wir Messgerät. Von hinten mal, was wird hier eingeklickt? Hier wird der Permanent Link Messadapter eingeklickt. An diesem Permanent Link Messadapter auf beiden Geräten werden die Permanent Link Messkabel, die man oben sieht, angeschlossen. Und diese Permanent Link Messkabel gehen nun ins Gerät, also auf der einen Seite ins Gerät, auf der anderen Seite in die zu testende Strecke. Und bei Permanent Link haben wir gehört, beginnt die Messung vor der Steckerbuchse-Kombination, die man ganz links und ganz rechts außen sieht. Vom Übergang zum grauen ins blaue Kabel, da fangen wir an zu messen. Die Einflüsse der Messkabel werden in dem Fall nicht berücksichtigt, so ist Permanent Link definiert. Dann drücken wir auf die Autotest-Taste und sehe da schon, beginnt die Messung für uns zu arbeiten. Wenn jetzt alle Messungen in Ordnung sind, dann kommt zum Schluss so ein Bildschirm raus, wie er hier dasteht. Zum einen mal, die Messung läuft komplett durch, sie bricht nicht irgendwo ab, weil bei Verdrahtungsfehlern würde die Messung nämlich aufhören. Was wir hier aktiviert haben, ist automatisches Speichern. Das heißt, eine gute Messung wird gleich automatisch abgelegt, da muss ich nicht erst eine Taste drücken. Wenn ich jetzt List-Based-Testing durchführe, das ist so ein Testen nach einer vorgegebenen Liste, die ich vorher eingeladen habe, dann wird nicht mehr dieses Bild angezeigt, sondern dann springen wir gleich wieder in die Liste rein. So quasi der nächste Test wird mir vorgeschlagen, beziehungsweise ich kann auswählen aus meiner Messliste, welche Strecke als nächstes gemessen werden soll. Das ist eine Methode, um sehr schnell sehr viele Strecken durchzumessen. Möchte ich jetzt ein bisschen Zeit noch verbringen mit meinen Messungen, dann gucke ich mir das mal an. Also meine beiden Geräte, einmal das Lokalgerät und das Remote-Gerät, zeigen mir den fast identischen Bildschirm an nach der Messung. Wenn ich jetzt ein bisschen tiefer reingehe, dann kriege ich als nächstes, wenn ich auf die Lupe drücke, kriege ich angezeigt die einzelnen Messungen. Meine 15 Messungen ungefähr, die ich durchgeführt habe, der Reihe nach aufgelistet da drin. Jede dieser Einzelmessungen muss einen grünen Haken haben, sonst entsteht nicht das grüne Symbol da oben. Ganz wichtiger Punkt, wenn eine Messung schiefgelaufen ist, dann kippt sofort die Gesamtmessaussage und die Messung ist fehlerhaft. Auf meinem Lokalgerät, im oberen mit dem weißen Hintergrund, kann ich jetzt sogar noch Ebene tiefer gehen und kann mir jetzt, je nachdem, ist eine NF-Messung oder eine HF-Messung, könnte ich mir die Tabelle anzeigen lassen der Messung, hier zum Beispiel Länge und Laufzeit. Und unten sehe ich hier die grafische Darstellung der Hochfrequenzparameter am Beispiel der Next-Kurve, der Übersprechkurve. So wie zum Gerät, wie ich zu den einzelnen Anzeigen komme, wie ich mich durch das Ergebnis durchangeln kann. Die erste Gruppe von Messungen, die ich durchgeführt habe, die waren alle basierend auf Verdrahtungsthematiken, wie es auch wirklich in der Realität ist. Die meisten Fehler, die wir eben haben auf der Strecke, sind Verdrahtungsfehler, der Faktor Mensch, der hier mitspielt. Kurze Wiederholung von letzter Woche, Parameter Verdrahtung ist vorgeschrieben, ist genormt, gibt blöderweise zwei verschiedene Verdrahtungsschemata, das Schema T568A und das 568B. A sollte das bevorzugte sein, aber nachdem beide parallel existieren, gibt es keine Unterschiede technischer Natur. Diese beiden könnten möglich sein, aber wie gesagt, auf einer Strecke sollte ich mich mit mir selber einigen, dass ich immer nach demselben Farbschema arbeite. So, jetzt haben wir eine Messung durchgeführt und was kriegen wir jetzt raus? Jetzt kriegen wir diesen Bildschirm raus. Nicht funktioniert die Messung, macht auch nicht weiter, keine Hochfrequenz gemessen, sondern hat sofort hier aufgehört. Was haben wir hier alles gemessen oder was haben wir hier rausgekriegt? Wir sehen auf dem Adam-Paar 4.5 gibt es einen Kurzschluss, das kleine schwarze Symbol. Und auf dem Paar 7.8 haben wir eine offene Verbindung. Da sieht man auch, da gehen die Leitungen nicht durch und bei 4.5 auch. Also ein multipler Fehler sozusagen, der da drin ist. Wenn wir Glück haben, dann sind es offene Adern bzw. Kurzschlüsse in den Komponenten, die ich angeschlossen habe. Das heißt, was mache ich? Ich gehe dahin, wo mir das Messgerät anzeigt, dass der Fehler ist, mache die jeweilige Seite auf und gucke nach, habe ich hier zwei Drähte in einen Kontakt eingetackert oder habe ich hier ein Drähtchen gebrochen, bevor ich es eingetackert habe und keinen Kontakt. Also das ist die relativ einfache Variante, den Fehler loszuwerden, wenn es vorne oder hinten in den Komponenten ist, was Gott sei Dank meistens der Fall ist.
Blöd ist, wenn der ganze Fehler, die offenen Leitungen oder kurzfristig irgendwo auf der Strecke sind, da hilft mir das Gerät, dass es eben die Entfernung von sich aus misst hin zu dieser Stelle. Das heißt, das Lokalgerät, das Weiße, sagt mir hier ungefähr nach 11 Metern ist irgendein Problem oder sind die Probleme. Und das Remote-Gerät sagt mir, von mir aus gesehen bist du 25 Meter weg hier. Wenn es ein Kabelfehler an einer Stelle ist, klassischerweise vielleicht die berühmte Schraube in der Trockenwand, die es eh nicht gibt, dann kann man die Stelle vielleicht nehmen, kann sie lokalisieren, durchschneiden und mit einem professionellen Verbinder wieder flicken, möchte ich gar nicht sagen, also wieder reparieren. Oder was natürlich die optimalere Methode ist, einfach so ein Kabel, was dann eine Macke hat, komplett rausschmeißen und ein neues Kabel reinpacken damit. Hier, wie gesagt, haben wir eine Streckenlänge von ungefähr 35 Metern, die gleiche Position der beiden Störstellen und eben hier diese magische Schraube in der Trockenwand, die gerne für dieses Beispiel hier genommen wird. Okay, das waren schon mal offene und kurze Verbindungen. Was haben wir noch? Vertauschungen ist noch sehr populär. Was haben wir hier? Hier haben wir Vertauschung in einem Adampaar drin. Vertauschung in einem Adampaar. Wie kriegen wir das gebacken? Nur durch Nachschauen kann ich lokalisieren, wo diese Vertauschung ist. Also die Vertauschung ist definitiv nicht in der Mitte des Paares, da wird es nur angezeigt, weil es nicht besser geht. Entweder ist vorne oder hinten der braune oder der weiße auf dem falschen Kontaktblock eingetackert worden. Dazu muss ich reinschauen. Kein Messgerät der Welt kann mir sagen, sitzt jetzt der weiße auf dem weißen Kontaktblock oder sitzt er auf dem braunen, das geht nicht. Reinschauen, und wenn ich reingeschaut habe, dann mache ich eine Seite auf und gucke mal rein und dann korrigiere ich es an der Stelle. Nach Murphys Gesetz mache ich immer erst die Seite auf, bei der die Farbbelegung stimmt. Also machen wir die Seite wieder zu, gehen auf die andere Seite und korrigieren es da, damit es wieder richtig korrigiert ist. Zweite Vertauschungsgruppe, die auch gerne genommen wird, ist das hier, Klassiker. Ich habe hier eine A-B-Mischung, das heißt, eine Seite wurde nach Schema A aufgeregt, die andere nach dem Schema B. Es gibt dieses magische Kreuzung in der Mitte zwischen den Adampaaren 1, 2 und 3, 6. Blöd, unterschiedliche Farbcodes verwendet. Man hat nicht vorher darüber geredet, was man möchte. Welcher Farbcode sollte bevorzugt werden? Technisch völlig uninteressant, völlig gleichwertig. Aber ich muss mich heute darauf einigen, um den Fehler wieder loszuwerden, dass ich eine Seite aufmache und an die andere Seite ans Farbschema anpasse. Fataler Fehler, habe auch schon erlebt, dass jemand beide Seiten danach aufgemacht hat und beide Seiten die Farben gedreht hat. Das führt zu keinem Erfolg, definitiv nicht. Jetzt schauen wir uns nochmal den massivsten Verdrahtungsfehler an, der einem passieren kann. Kommt Gott sei Dank sehr selten vor. Ist aber ein Fehler, der sich erst auswirkt so richtig, wenn man mit Hochfrequenz eine Messung durchführt. Deswegen schauen wir uns von letzter Woche noch mal kurz dieses Prinzip an, wie Datenübertragung funktioniert auf so einem Adampaar. Auf so einem Adampaar läuft die Datenübertragung, indem man einen Impuls nimmt, auf die Reise schickt und ihn zweigeteilt auf die Reise schickt, einmal als negative Amplitude und einmal als positive Amplitude. Und diese beiden differenziellen Signale laufen auf meiner Strecke entlang bis in diesen Differenzverstärker. Und ein Differenzverstärker macht das Minus, Minus und Plus wieder ein großes Signal, wie man es vorne haben möchte. Dazu wichtig ist eben, dass das Adampärchen, was man hier verwendet, sehr symmetrisch ist und dass wirklich die Datenübertragung in diesem Adampaar, was eng geschlungen ist, stattfindet. Und jetzt kommen wir zu dem Split-Pair-Fehler, der hier angedeutet ist, der auf dem Messgerät so dargestellt wird, weil es nicht besser geht, dass hier zwei Adampaare untereinander sich Pärchen durchgemischt haben. Schaut dann im Baum so aus, das heißt, ich habe hier das grüne und das blaue Adampärchen und die beiden weißen davon sind, und jetzt kommt es, hinten und vorne verkehrt angeschlossen. Das heißt, das Signal, was auf der einen Seite eingespeist wird, hier auf dem Pärchen grün, läuft zwar durch die grüne Faser durch die grüne Ader, aber auch durch die weiße, die blöderweise zum blauen Pärchen dazugehört. Das heißt, halbes Signal hier, halbes Signal hier und wunderbare Weise symmetrisch dazugewickelt, der jeweils andere weiße respektive der blaue hier. Das heißt, was passiert? Hier entsteht keine Abschirmung der Signale zueinander, sondern hier entsteht eine wunderbare Einkopplung. Das sieht man dann beim Parameter Next, beim Übersprechen, dass diese beiden Adampaare, die vermischt wurden oder durchmischt wurden, eben hier ein gigantisches Übersprechen erzeugen, was jenseits von jeglicher Grenzwertkurve ist. Was muss ich machen, um das wieder loszuwerden? Gibt es nur eins.
Wiederherstellung des vorgeschriebenen Power-Systems. Dummerweise gilt es, beide Seiten jetzt zu öffnen und die Zuordnung der Adern zu korrigieren. Also das ist der dümmste Verdrahtungsfehler, der einem passieren kann, wenn man hier beide Seiten wieder aufreißen muss. Also bitte kein eigenes Power-System erfinden, sondern das verwenden, was das Kabel uns anbietet und was die Dosen eigentlich auch so haben möchten. Und wir sehen schon hier dieser Verdrahtungsfehler, der geht jetzt schon mal in die Hochfrequenzeigenschaften des Kabels ein. Als nächstes werden wir uns einfach die Hochfrequenzmessungen jetzt anschauen, die hier durchgeführt werden. Die wichtigsten Parameter im Hochfrequenzbereich sind einfach das gegenseitige Stören, das Nebensprechen oder Next, Fixed, Near and Crosstalk. Dann ist es das Maß der Reflexion, die Rückflussdämpfung. Dann ist es ein Maß für die Abschwächung des Signals, wenn es auf dem Kabel entlangläuft, die Dämpfung oder Einfügedämpfung, wie sie offiziell heißt. Davon werden Parameter abgeleitet und berechnet, haben wir letzte Woche gesehen, diese Tabelle, die daraus berechnet wird. Im Unterschied zu den Parametern, die wir jetzt bis jetzt gesehen haben, kriegen wir jetzt plötzlich eine andere Darstellungsform. Das heißt, wir kriegen jetzt hier so eine Grenzwertkurvendarstellung. Das heißt, wir testen jetzt ein Frequenzband durch, vom Startwert bis zum Maximalwert des Standards. Und dieses Band wird durchgewobbelt, nennt man sowas. Und wir kriegen viele, viele einzelne Messungen. Und die einzelnen Messungen ergeben uns dann Messkurven, die im günstigsten Falle in diesem Bereich weit unter der Grenzwertkurve sind oder im blödsten Fall weit über der Grenzwertkurve sind. Das wird dann als gut oder schlecht bewertet. Dann gibt es noch Messwerte, die sehr nahe an der Grenzwertkurve sind. Die werden als marginal bezeichnet, müssen speziell mit Sternchenzusätzen gekennzeichnet werden. Dann gibt es noch Messwerte, die im grünen Teil der Grenzwertkurve stattfinden. Der grüne Teil heißt, der ist nur informativ. Das heißt, da dürften Messwerte sogar die Kurven überschießen, ohne dass es jetzt zu einem Fehler führt. Solche würden dann auch mit einem I bezeichnet. Also bei Hochfrequenzparametern gibt es nicht nur Schwarz-Weiß, sondern da gibt es auch einige Zwischentöne sozusagen drin. Wie schauen jetzt die Messbildschirme aus? Mal an einem guten Beispiel durchexerziert. Das ist mein Messbildschirm der Zusammenfassung. Das haben wir vorher schon mal gesehen. Der schaut immer gleich aus. Dann die einzelne Übersicht der einzelnen Messungen. Dann kann man hier die Messkurven als Gesamtkurven sich anschauen lassen, über alle Messungen, kann einzelne Kurven daraus isolieren und blöderweise im Fehlerfall möchte ich mehr wissen, dann möchte ich ortsabhängig wissen, wo diese Ereignisse stattfinden, wo ein Übersprechen oder eine starke Reflexion stattfindet. Aber wie gesagt, das werden wir jetzt der Reihe nach schnell durchtickern, welche Fehler hier passieren können. Fangen wir mal an mit dem Lieblingsfehler, den wir immer wieder vorgesetzt bekommen, das sogenannte Next. Das Übersprechen, da ist was schief gelaufen. Kurze Wiederholung von letzter Worte, was ist, oder letzter Woche, was ist next? Next ist das gegenseitige Beeinflussen von Leitungspärchen durch die Nachbarn. Also hier haben wir zum Beispiel das Sendepaar auf 1,2. 1,2 sendet und induziert in das Grüne, auf dem eigentlich kein Signal sein sollte, hier induziert dieses Signal, diese Übersprechspannung, das Gegensprechen, was hier entsteht, wollen wir nicht haben, sollte unter dem Schwellwert sein, weil sonst haben wir Probleme mit den Empfangssignalen, die hier ankommen, dass die vom Rauschen überdeckt werden, was hier übergesprochen wird. Okay, jetzt haben wir eine Messung mal durchgeführt an einem Messobjekt, was blöderweise ein Next-Fehler generiert hat und in der Folge davon dieser Powersum-Next-Fehler mitgelaufen ist, haben wir letzte Woche besprochen. Diese Powersum-Geschichten sind mathematische Folgen von den Hauptparametern. Was haben wir hier? Next ist durchgefallen. Da gucken wir uns jetzt mit der Lupe mal dieses Ergebnis an. Da ist meine Liste. Die Liste ziehen wir jetzt auseinander in die grafische Darstellung fürs Übersprechen. Was ich jetzt schon gemacht habe, einen Schritt ausgelassen. Ich habe jetzt anzeigen lassen von den beiden Messgeräten, die an der Messung beteiligt sind, das Lokal- und das Remote-Gerät, wie die jeweiligen Übersprechergebnisse ausgeschaut haben auf der Seite. Was wir hier sehen unten, das ist das Ergebnisbild vom Remote-Gerät, vom fernen Ende typischerweise der Datendose. Und hier sehen wir alle Messkurven, dieser farbige Wirrwarr ist wunderbar unter meiner Grenzwertkurve. Also die Seite ist definitiv okay. Auf der Lokalseite habe ich ein ähnliches Bild gehabt, allerdings eine Kurve hat hier die Grenzwerte überschritten. Die habe ich jetzt mal isoliert dargestellt. Also mein Problem ist jetzt definitiv auf der Lokalseite, typischerweise da, wo das Pendel sitzt. Aber weiß ich wirklich, dass das Pendel das Problem jetzt ist? Weil es könnte nämlich auch sein, dass mein Messequipment vielleicht das Problem macht.
Und um sich hier auf eine sichere, bevor man irgendwas ausbaut, auf eine sichere Aussage zu kommen, macht man jetzt ganz einfach einen Trick. Man dreht jetzt die beiden Messsysteme einfach um. Man tauscht Lokal- und Remote-Gerät aus und wiederholt die Messung. Und was jetzt hier passiert ist bei mir ist, passiert, dass plötzlich die ganzen Lokalmessungen alle toll waren, genau wie vorher die Remote-Messungen waren. Aber hier auf der Remote-Seite jetzt plötzlich hier diese Kurve entstanden ist, die ich vorher hatte. Aber jetzt ist das Remote ja durch das Tauschen auf das Panel gekommen. Was weiß ich jetzt definitiv? Es ist ein Problem in der Anlage auf der Panel-Seite. Also so kann ich mit zwei Messungen sofort eindeutig rauskriegen, wo das Problem ist. Selbe kann ich auch auf die schnellere Variante machen. Ich habe ja diesen Locator-Funktion noch drin. Wenn ich die Locator-Funktion vom Hauptbildschirm aus gleich starte, dann wird er mir genau dieses Bild anzeigen, ortsabhängig, wo ist mein nächstes Problem. Hier ist es eben auf der Lokalseite und auf der Remote-Seite am Ende der Strecke, da ist nichts los. Und hier auf der Seite sehen wir es noch, hier auf der Lokalseite ist nichts, aber die Remote-Seite hat das Problem. Somit weiß ich, dass ich hier an der Strecke mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Anlagenproblem habe. Entweder stimmt die Komponenten nicht gut genug oder ich habe sie falsch angeschlossen, ähnliches. Wie geht es jetzt weiter bei der systematischen Fehlersuche vom Next? Erstmal gucken generell, was man vorher schon machen muss, sind die Einstellungen kompatibel zur Performance der Anlage. Das heißt, passen wirklich die Dosen, die ich verbaut habe, auch zu dem, was sie können sollen. Haben wir gelernt letzte Woche, Kategorieeinteilung der Komponenten, Klasseneinteilung der Strecken. Dann grundlegende Fehlerzuordnung des Problems. Ist es ein Anlagenproblem oder ein Problem vom Messequipment? Und eben durch dieses magische Tauschen von Lokal und Remote kommt man der Sache genau auf die Spur und dann wiederholen der Messen dann. Wenn der Fehler wandert, haben wir gerade in unserem Fall gehabt, hat die Anlage ein Problem. Und dann geht es los, Fehlersuche an der Anlage, falsches, ungenügendes Kabel oder falsche Komponenten, schlechte Installation an den Anschlusspunkten, Verdrillungen zu weit geöffnet. Das kennen wir alle noch aus der Welt der Kompaktdosen, wo man einfach wild aufgedröselt hat. Ist die Paarabschirmung vielleicht zu weit zurückgerutscht und solche Dinge. Habe ich mir einen Split-Pair-Fehler eingebaut? Haben wir ja vorher gesehen, da macht ein gigantisches Next-Problem. Hat jemand am Kabel an meiner Seite irgendwas geflickt? Oder ist einfach irgendwas defekt von dem Material, was ich verbaut habe? Wandert der Fehler jetzt nicht und bleibt beim Messsystem, dann weiß ich, irgendwas stimmt an meinem Messsystem nicht. Was man dann macht, man macht mal weitere Tauschvorgänge, dann lässt man nämlich die Messkabel einfach stecken und tauscht die Geräte und lokalisiert so, vielleicht ein Messkabel einfach verschlissen ist. Das ist die nächste Methode, wie man sich dann so hinarbeitet, wo kommt der Fehler her. Und wenn das auch nichts hilft, vielleicht ist ein Messmodul kaputt oder ein Messgerät, dann tauscht man weiter die Geräte aus. Also bevor man anfängt, irgendeine Anlage zu zerlegen, immer auf Nummer sicher gehen, wo kommt der Fehler her? Wer ist die Ursache? Wie gesagt, am Messgerät habe ich das hier als mögliche Ursachen, die es geben kann. Ungenügende Messkabel, Messadapter, dass hier auch falsche Messkabel verwendet wurden, die gar nicht zu der Kategorie passen, die ich testen möchte. Oder was der Hauptfehler ist, Verschleiß. Verschlissene Messkabel oder Messadapter, ganz wichtiger Punkt, RF45 lebt nur eine gewisse Zeit, gewisse Anzahl von Steckzyklen und dann werden die Werte schlechter, respektive sie gehen gar nicht mehr. Außerdem könnte auch sein, dass das Gerät einfach weit aus der Kalibrierung ist und einfach angefangen hat, irgendwann davon zu driften und die Werte nicht mehr passen. Was immer möglich ist, auch dass irgendwas defekt ist. Elektronik kann irgendwas kaputt gehen, was die Messgenauigkeiten beeinflusst. Oder simpel Firmware-Problem für irgendeine Messung kann passieren, ist Software. Okay, das sind so die möglichen Ursachen. Wie kriegt man das Ganze unter Kontrolle? Welche Abhilfen gibt es? Eben bei der Anlage, wenn ich die Anlage aufgebaut habe, gucken, ob die Komponenten passen, ob die richtige Qualität ist. Schauen, dass es sauber verarbeitet ist. Ganz wichtiger Punkt. Was man hier sieht, das Beispiel ist nicht ganz so professionell verarbeitet. Da sind die Verdrillungen extrem weit aufgemacht. Also ich denke nicht, dass es wirklich für Hochfrequenzübertragung geeignet ist, was wir hier sehen. Am Messsystem ist ein Problem ist, ja, gucken, ob die Einstellungen wirklich passen, ob ich wirklich mit dem richtigen Messstandard auf meine Strecken losgehe. Gucken, ob die Topologie richtig ist, messe ich Channel Link, messe ich Permanent Link, was könnte hier schieflaufen. Passen die Grenzwerte eben zu diesen Einstellungen, die ich gemacht habe. Und dann Klassiker eben, sind meine Messhilfskabel, Zubehörspitzen, alle noch in Ordnung. Und ganz wichtig eben, ist mein Gerät noch in der gültigen Kalibrierung, kann ich sicher sein, dass das Messgerät definitiv richtig misst. Ganz wichtiger Punkt. Okay, soviel zum Thema Next zum Übersprechen. Wollen wir weiter wandern zum nächsten Hochfrequenzparameter. Auch gleich wieder kurze Wiederholung. Der nächste Parameter ist Rückflussdämpfung.
So, die Theorie, was haben wir hier? Hier schicken wir ein Signal auf die Reise. Sie sehen das oben, das schwarze gesendete Testsignal. Was passiert? Das Signal läuft durch, wird abgeschwächt, kommt von der Dämpfung. Aber was noch passiert an all diesen Übergängen, die man hier drin sieht? Stecker-Buchse-Kombination vorne, Stecker-Buchse-Kombination hinten. Da an diesen Übergangsstellen treten überall Impedanzsprünge auf, kleine Impedanzfehlanpassungen. Überall, wo sowas ist, gibt es Reflexionen. Auch sind die Impedanzen auf dem Kabel selber nie stabil, diese 100 Ohm, die wir haben möchten. Das heißt, auch das Kabel reflektiert per se Signale direkt zurück, die eingespeist werden. Worst case ist dann sowas, eine Störstelle, die im Kabel noch drin ist, da werden wir da gleich ein bisschen drüber reden, die ich mir vielleicht selbst eingebaut habe. Summiert man jetzt all diese Störereignisse auf, könnte durchaus sowas mal rauskommen, was wir hier sehen. Rückflussdämpfung ist rausgefallen, Minuswert nicht weit rausgefallen. Sie sehen, das kleine Sternchen mit dabei, aber es ist nun mal nicht gut genug, nicht so gut, wie wir es erwartet haben. Jetzt gucken wir uns mal die Grafiken dazu gleich mal an. Jetzt sehen wir hier dieses wilde Gesumse von den Grafiken. Normalerweise sollten ja die Messkurven da relativ smooth da hochlaufen. Aber hier sieht man wildestes Gezacke nach oben, nach unten und auch eben eine Überschreitung der Grenzwertkurve. Was wir jetzt machen ist, jetzt gucken wir sofort mal in den Lokator rein. Was sehen wir, wenn wir in den Lokator reingucken? So sollte das Bild nie ausschauen. Normalerweise hätten wir hier erwartet, dass wir ganz vorne, wo der Übergang ist zwischen Komponente und Kabel, hier eine kleine Reflexion haben und am Ende der Strecke auch wieder eine Reflexion. Was wir hier allerdings haben, ist eine gewaltige Doppelreflexion nach ca. 8 Metern hier beim 20 Meter Kabel und der Abstand ungefähr 2 Meter. Das heißt, im 2 Meter Abstand sind hier irgendwas am Kabel, ist hier irgendwas passiert, was gewaltige Reflexionen erzeugt, was diese hässlichen Kurven erzeugt und was die Messung zum Scheitern gebracht hat. Als Profi gucke ich mir jetzt auch gleich in dem Moment die Lokator an für das Übersprechen. Und beim Übersprechen sehe ich lustigerweise, das schaut aus, wie es immer ausschauen sollte, hinten eine kleine Reflexion, vorne eine kleine Reflexion. Also dem Übersprechen ist nichts passiert. Das heißt, diesem Kabel ist übersprechtechnisch nichts passiert. Das heißt, die Übersprechmechanismen wie die Verdrillung und die Blechfolie außenrum das Kabel, das scheint alles noch intakt zu sein. Aber ich habe Mordsreflexionen. Was heißt das? Das heißt, dass hier die Mechanismen nicht mehr da sind, der geometrische Aufbau des Kabels nicht mehr existent ist. Schlicht und ergreifend, was ist hier passiert? Hier ist uns ein Gabelstapler über das Kabel gefahren, was am Boden ausgelegt war. Und vor dem Einziehen hat man es nicht bemerkt, hat es eingebaut und hat dann nachher festgestellt, hier, das ist schiefgelaufen. Definitiv blöd gelaufen, hätte man vielleicht sehen können am Kabel, aber so schaut es aus. Rückflussdämpfungsprobleme, wenn am Kabel irgendwas Böses gemacht wurde. Gehen wir wieder zu den Abhilfen. Wie kriegt man Rückflussdämpfungsprobleme dann gelöst? Könnte ja auch sein, dass vielleicht das Messgerät wieder ein Problem macht. Was haben wir am Messsystem alles für Abhilfen? Wieder dasselbe, ähnlich wie beim Next-Messen. Immer gucken, dass das Messsystem in einwandfreiem Zustand ist, dass die Messeinstellungen stimmen, dass die Kalibrierung gültig ist, Messkabel in Ordnung sind, nicht verschlissen sind und so weiter. Also ganz wichtig, immer der einwandfreie Zustand des Messsystems ist wichtig. Dann in der Anlage selber gucken, dass die passenden Komponenten und Kabel drin sind, die richtigen Kategorien zueinander stehen. Und bei Kabeln absolut wichtig, stressfreie Verlegung habe ich es mal genannt. Also nicht das, was die fünf Kameraden hier machen, um das Kabel da reinzukriegen. Ziehen, 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 ziehen bis tot. Also so kann man Kabel dann umbringen, indem man einfach zieht wie wahnsinnig dran und die Geometrie verändert des Kabels. Die Geometrie ist maßgeblich für die Impedanzeigenschaft verantwortlich des Kabels. Wenn die zerstört ist, kriegen wir Mordsreflexionen und dann war die ganze Arbeit mit dem mühsamen Einziehen des Kabels und sonst, dann können wir es dann wieder rausreißen. Also hier in unserem Beispiel haben wir es gesehen, da gibt es nur eine Alternative für das ganze Rausreißen des Kabels. Keine mehrfachen Verbinder einsetzen. Könnte man auf die Idee kommen, dass man die beiden Stapler-Reifenspuren rausschneidet und zwei Verbinder einsetzt. Ist nicht zulässig. Ein Verbinder maximal, also hier definitiv Kabel raus. Was uns jetzt noch passieren könnte im Hochfrequenzbereich, ist nämlich eine Kombination aus zwei Parametern, also Übersprechen und Rückflussdämpfung. Wenn jetzt beides schiefgelaufen ist, bevor ich auch hier eine Anlage zerlege,
Ganz wichtig, erstmal gucken, sind die Einstellungen am Messgerät wirklich kompatibel zu der Anlage, die ich vermessen möchte. Habe ich mein Messgerät hier zum Beispiel auf 500 MHz Messungen eingestellt, aber ich messe eine alte Anlage nach, die aus Cat5-Komponenten besteht, die noch 100 MHz können, dann passt das nicht zusammen, dann wird es definitiv im Hochfrequenzbereich diese Fehler erzeugen. Also hier, bevor man irgendwas anfängt zu reparieren, definitiv gucken, ob die Einstellungen zusammenpassen. Wenn bedauerlicherweise die Einstellungen passen und ich kriege dieses Fehlerbild raus, dann könnte ich sofort hier anfangen, wieder mit Locator zu arbeiten. Und ich gucke mal das Locator-Bild fürs Übersprechen jetzt erstmal an. Und man sieht schon hier, ups, da ist zwar am Anfang und Ende ein kleiner Spike zu sehen, wie es sein sollte, aber hier nach 13, nach 12 Metern ungefähr ist eine Riesenreflexion drin. Das heißt, irgendwas hat an dieser Stelle nach 13 Metern die Next-Eigenschaften zerstört. Die Next-Eigenschaften setzen sich eben aus der Verdrillung zusammen und der Blechfolie bei unseren geschirrten Kabeln, die rum sind. Irgendwas stimmt hier nicht mehr, irgendwas ist hier nicht mehr in Ordnung. Und dann gucke ich mir das Ganze jetzt als Reflexionsbild noch an für Return Loss. Und was sehe ich hier? Auch an derselben Stelle hier, sehe ich hier eine riesen Reflexionsspitze da drin. Also irgendwas ist hier nach 12, 13 Meter definitiv komplett schief gelaufen. Wenn sowohl Next als auch Return Loss schief gehen, und die einfache Erklärung dazu ist, an dieser Stelle hat jemand das Kabel zertrennt und hat es mit einer Lüsterklemme geflickt. So schauen die Hochfrequenzeigenschaften einer Lüsterklemme aus. Nicht sehr hilfreich. Hier an der Stelle, um das wieder einigermaßen gerade zu ziehen, hier könnten wir das Kabel natürlich austauschen, wäre eine Methode, aber hier könnten wir auch mal so einen Verbinder einsetzen, also keine Lüsterklemme, sondern wirklich Hochfrequenzverbinder, die es in unterschiedlichen Bauformen gibt. Ich habe im Internet mal ein paar Bilder angeguckt, so schauen diese professionellen Verbinder von verschiedenen Herstellern aus. Also wenn, dann hätten wir gerne sowas da drin und keine Lüsterklemmen, um Kabel zu verbinden. Okay, jetzt haben wir schon mal im Übersprechen und Rückflussdämpfung als Hochfrequenzparameter. Der dritte wichtige Parameter ist die sogenannte Einfügedämpfung. Das heißt, das Kabel hat eine gewisse Länge, ich schicke ein Signal darüber und umso länger das Kabel wird, umso weniger kommt hinten von meinem Signal raus. Das haben wir letzte Woche gelernt, was alles meine Dämpfung beeinflusst. Zum einen ist es mal wirklich die Kabellänge, die ein Problem sein könnte. Wir wissen aus letzter Woche, dass bei 90 Meter permanent Weginstallationsstrecke darf es noch nicht scheitern, da muss es eigentlich noch funktionieren. Wenn der richtige Drahtdurchmesser eingehalten ist, ganz wichtig, wir arbeiten hier bei uns mit zwei Drahtdurchmessern im Grunde, AWG 22, American Wire Gauge, AWG 22 und 23, das sind typischerweise diese Drahtdurchmesser, mit denen wir arbeiten, um sie auf der einen Seite sauber in die Komponenten einklemmen zu können, auf der anderen Seite, um auch definitiv von Leistung übertragen zu können. Jedes Datenkabel hat ein tiefer Frequenzverhalten, ein Tiefpassverhalten. Das heißt, wenn die Kategorie eines Kabels nicht stimmt, werden wir die zugedachten Hochfrequenzsignale auch nicht in der ausreichenden Amplitude darüber übertragen können. Okay, jetzt wollen wir mal die Messung machen und gucken uns, was könnte die Ursache sein, wenn die Messung schiefgelaufen ist. Und wir machen jetzt mal mehr Messungen hintereinander an drei verschiedenen Strecken. Fangen wir an mit der ersten Messung. Und was sehen wir hier? Blöderweise, diese erste Strecke ist schon mal schiefgelaufen. Minus 3,6 dB Dämpfung habe ich hier. Ich schaue mir jetzt mal schaue mir jetzt mal die Grafik an dazu. Und was man hier in der Grafik sieht, da sieht man, dass die Grenzwertkurve oberhalb verläuft. Oberhalb der vier Messkurven. Das wollen wir nicht. Das heißt, die vier Messkurven müssten oberhalb von der Grenzwertkurve laufen, dann wäre alles richtig. So, was könnte jetzt hier schiefgelaufen sein? Jetzt überlegen wir uns, jetzt gucken wir uns mal die drei Gründe an, die wir vorher mal aufgenommen haben. Was könnte die Fehlerursache hier sein? Das Kabel könnte zu dünn sein, also die AWG-Zahl zu klein. Die Bandbreite könnte zu gering sein, eine falsche Kategorie gewählt. Oder das Kabel ist schlicht und ergreifend zu lang. Und da gucken wir jetzt mal gleich in unsere Messung rein und wir sehen, wie lang ist das Kabel? 119 Meter. Wie lang muss es funktionieren? Bis 90 Meter muss es funktionieren. Wir haben 120 Meter, also hier bei der Begründung, das Kabel ist einfach viel zu lang. Also müssten wir irgendwie schaffen, das Kabel wieder zurückzukürzen auf die 90 Meter, dann wird es wieder funktionieren. Wo es nicht geht, haben die Kabelhersteller auch jetzt Hilfen parat mit sogenannten Long Reach Kabeln, die auch im Permanent Link dann weit über 90 Meter können. Aber das soll nur
Notlösungen sein, wenn es baulich nicht anders geht, dass man die 90 Meter überschreiten muss, definitiv. Aber wie gesagt, hier sind wir deutlich zu lang und wir sehen das deutlich an der Messkurve auch dann. Okay, weg damit. Machen wir die zweite Messung. Zweite Messung schaut wieder ähnlich aus. Haben wir auch mit unserer selben Minusdämpfung da drin. Gleich mal auf die Länge gucken. Ups, Länge ist jetzt deutlich unter den 90 Metern. Gucken wir uns mal die Grafik dazu an. Ja, immer noch dasselbe Fehlerbild wie vorher. Bin unterhalb der Grenzwertkurve. Was könnte jetzt hier schiefgelaufen sein? Gucken wir wieder auf unsere drei Begründungen. Und was haben wir hier? Hier ist blöderweise das falsche Kabel verwendet, nämlich ein Cat5-Kabel bis 100 MHz Bandbreite und wir messen hoch bis 500 MHz. Das heißt, maximal wäre hier möglich gewesen, bis zur Klasse D zu messen, aber wie gesagt, wir überreizen das Ganze mit EA. Definitiv falsches Material eingebaut hier, passt nicht zu dem, was wir haben wollen. Okay, jetzt machen wir noch eine dritte Messung. Oh, schon wieder rausgefallen, wieder mit 3,6 dB. Kabellänge gucken wir uns an. Ups, 80 Meter passt auch wunderbarerweise. Jetzt gucken wir auf die Kategorie vom Kabel und was sehen wir auf der Kategorie? Hoppla, da steht drauf, das ist ein Kategorie 7 Kabel. Kategorie 7 für eine Messung bis 500 MHz ist eh schon über den Anforderungen. Was könnte jetzt hier sein? Bei genauer Betrachtung des Kabels sehen wir es hier. Sehen wir hier, das ist ein AWG-26-Kabel gewesen, ist ein Kabel, was zu dünn ist. Also AWG, umso höher die AWG-Zahl, umso dünner wird das Kabel. AWG-26-Kabel genießen aber eine gewisse Verbreitung, nämlich in Locations oder in Anwendungsfällen, wo Kabellängen nicht die 90 Meter erreichen müssen. Zum Beispiel im Rechenzentrum, wo wir mittlere Längen haben von 30 bis 40 Metern, dann darf der Kabelquerschnitt kleiner werden, weil, wie gesagt, die Dämpfungswerte noch ausreichen für die kürzeren Strecken und dafür die Menge, die Kabelbündel kleiner werden. Das ist der Vorteil, dass die Luftzirkulation in Rechenzentren besser funktioniert. Wo dünne Kabel noch gern eingesetzt werden, also keine Flexkabel, sondern wirklich solide Kabel, ist im Heimbereich. Es gibt sogenannte Home-Kabel dann, die da verwendet werden, die eben dünner sind. Da passen dann drei in einen Leerrohr rein. Aber wie gesagt, auch hier keine 90 Meter zu erreichen. Die sind meistens alle spezifiziert, die AWG 26 auf 60 Meter permanent link. Wir haben 80 Meter, ergo sind wir zu lang. So, was könnte uns noch passieren beim Messen? Jetzt haben wir die ganzen Hochfrequenzen schon mal durch. So ein kleiner Sonderfall, wo wir uns dann mit dem Messgerät wirklich helfen müssen. Das ist das hier. Wir haben jetzt einen Sonderfall, ein zweipaariges Kabel, was zum Messen ist. Wenn wir das mit unseren ganz normalen Standard messen, den wir jetzt sozusagen angelegt haben, dann werden wir nicht weit kommen, weil er nämlich immer sagt, okay, ich höre beim Messen auf, weil vier Leitungspaare oder vier Adern fehlen, zwei Paare fehlen und wir kommen da nicht drüber. Brauchen wir sowas? Ja, wir brauchen sowas immer wieder mal. So zweipaarige Kabel sind zum Beispiel sehr populär in der Industrie, da ist mal so ein Industriekabel hier. Das ist ein vierpaariges Kabel, das ist eine Ausnahme, Entschuldigung, aber es gibt halt sehr viele Anwendungen inzwischen, wo zweipaarige Kabel auch immer noch verwendet werden in der Industrie. Überall, wo zum Beispiel nur 100 Megabit Ethernet, Fast Ethernet gebraucht wird, da tun es eigentlich zwei Paare, das haben wir ja schon gelernt aus der Bürokommunikation. Früher konnten wir dann solche Dinge wie Cable Sharing, hier sieht man mal so einen alten Adapter noch, der die Adern aufgeteilt hat, zwei Paare links, zwei Paare rechts. Eine konnte man Telefon anschließen, eine konnte man PC anschließen. Wie misst man sowas? Früher haben wir gesagt, wir tauschen den Cable-Sharing-Einsatz aus gegen einen Volleinsatz, wo alle 8 Leitungen gemessen werden. Aber wenn es zum Beispiel in der Industrie ist, eine Profinet-Anwendung, dann hat man einfach nur zwei Paare. Wie kriege ich dann so einen Messstandard hingebogen, dass er auch nur zwei Paare misst? Dazu hilft mir das Gerät. Es gibt mehrere Methoden, sagen wir mal so. Eine wäre schlicht und ergreifend die nicht aufgelegten Adern ergänzen, sofern sie vorhanden sind. Bei den alten Cable-Sharing-Anlagen, wie gesagt, hatte man dann eine Dose mit allen 8 belegt drin und hat später dann die Einsätze getauscht. Dann könnte man sich jetzt bei uns behelfen, indem man sich ein anwenderdefiniertes Kabel respektive eine anwenderdefinierte Komponente anlegt und somit dem Messgerät mitteilt, ich möchte jetzt diesen Standard benutzen, der auf 8 Leitungen ausgelegt ist, aber nur für eine zweipaarige Anlage. Also hier sieht man ein Einstellungsbildschirm vom WireExpert, dass man sich ein eigenes Kabel anlegt und kann hier verschiedene Parameter vergeben.
Ich habe es genannt, zweipaariges Kabel, und habe benannt, welche Paare verwendet werden. Das Ganze ist ein geschirmter Aufbau. Das Kabel ist so gut, dass es die Kategorie 7a einhält. Und wie gesagt, der NVP-Wert von meinem Kabel, den gebe ich auch gleich vor, ist die 80. Und das wird dann in die Auswahlliste eingefügt. Dasselbe mache ich für meine Komponenten. Ich baue mir jetzt einen zweipaarigen beliebigen Industriestecker, lege das in mein Messgerät ab. Ist ein geschirmter Aufbau und der kann nur Kategorie 5, macht nichts, reicht uns für die 100 Megabit Übertragung. Und dann wiederholen wir mit diesen selbst definierten Kabeln und Steckern, wiederholen wir die Messung mit denselben Messstandards von vorher. Besser gesagt, wir schrauben den Messstandard jetzt runter auf die Klasse D, auf 100 MHz Bandbreite, weil wir nicht mehr brauchen, weil auch unsere schlechteste Komponente nicht mehr liefert als 100 MHz. Und siehe da, jetzt kriegen wir auch einen Bestanden für diesen Sonderfall sozusagen, dass wir ein zweipaariges Kabel gemessen haben. Also da kann man beliebig das Messgerät sozusagen drauf einstellen. Hier nochmal das Ganze als Locator-Anzeige. Und man sieht schon auch bei der Locator-Anzeige, habe ich nur ein Adapterpaar. Das Ganze, die Messungen insgesamt selber werden auch sehr wenige sein. Jo, das soll es mal gewesen sein, so jetzt den praktischen Anwendungsfall der einzelnen Messungen. Ein letztes wichtiges Thema, was ich immer den Kunden empfehle, die mit Messgerät unterwegs sind auf der Baustelle, Leute, nehmt euch Referenzringe mit. Was ist ein Referenzring? Ein Referenzring ist sowas, was man hier zum Beispiel sieht, was ich vorbereitet habe. Das ist ein Koffer, in dem liegt eine Strecke. Und diesen Referenzring, den nehme ich mit auf die Baustelle. Und auf der Baustelle erlaubt er mir immer zu sagen, in welchem Zustand mein Messsystem ist. Wir haben ja vorher gelernt, es gibt diese Unterschiede. Was macht mein Messsystem, was macht meine Anlage? Und mit so einem Referenzring kann ich, wenn die Messungen langsam irgendwie anfangen, unstabil zu werden an meiner Anlage, mich immer wieder zurückrudern sozusagen auf einen Nullzustand. Das heißt, ich schließe mein Messgerät an meinen Referenzring an und kann sofort den Status von meinem Messequipment mit dokumentieren und kann sagen, okay, mein Messequipment ist in Ordnung, es muss was an der Anlage sein, vielleicht kommt jetzt eine Charge schlechter Dosen oder sowas, die mir meine Messergebnisse jetzt der Reihe nach verhageln. Wie baut man so einen Messring auf, einen Referenzring? Also aus hochwertigen Komponenten und Kabeln auf alle Fälle mal, was Stabiles, was Solides, was man mitnehmen kann. Und wie gesagt, ganz sorgfältig montieren. Nach dem Montieren einfach vermessen den Ring. Und beim Vermessen sollte man vielleicht ein paar Dinge einhalten, noch um wirklich auch Top-Messergebnisse zu bekommen als Referenz. Gerät sollte frisch kalibriert sein, mit aktuellster Firmware bestückt, also wirklich ganz frisch. Dann die Messkabel, Adapter, Spitzen, je nachdem, welches System man hat, sollten neu oder neuwertig sein, um wirklich auch einen Optimalzustand herzustellen. Und dann ganz wichtig, Messprotokoll ausdrucken, dazulegen, wie man es hier auf dem Bild sieht, damit man die Ergebnisse, die man jetzt auf der Baustelle beim Referenzmessen immer wieder erhält, auch vergleichen kann, was wären denn die optimalen Ergebnisse. Und was nie schaden kann, ist immer einen zusätzlichen Satz von neuen Messkabeln oder Messspitzen mit dabei zu haben, um definitiv auf der sicheren Seite zu sein, wenn irgendwas an proprietären Equipment kaputt geht, dass ich auch weiter messen kann. Also so stelle ich mir vor, sollte ein Referenzkoffer ausschauen, wo die Referenzringe drin sind. Okay, das soll es an meiner Stelle gewesen sein, von meiner Stelle aus. Ganz wichtiger Punkt, bevor wir jetzt zur Fragestellung kommen. Wir haben noch weitere Webinare im Angebot. Ich habe die Folie nur nicht drin, der Webinare. Gucken Sie bei uns nach oder gucken Sie in den Flyer nach, der da angehängt ist, in den Unterlagen, was als nächstes kommt. Wie gesagt, diese Woche noch Glasfasermessungen. Und wir haben noch einiges anderes auf der Pfanne für Sie, was der Kollege Karpen vorher auch schon angedeutet hat. Bleiben Sie bei uns. Würden uns freuen, wenn Sie weiter unsere Webinare fleißig besuchen würden. An der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Und dann gucke ich meinen Kollegen jetzt nahe ran. Und ja, ich übergebe das Wort mal. Kleiner Werbeblock noch. Kleiner Werbeblock noch. Vertriebsmann. Sie sehen hier Kabelringe, die der Alfred Huber in Wüstervollster Kleinstarbeit kaputt gemacht hat, damit man eben auch Fehler hat. Wir haben das Ganze mal in einen Koffer gepackt. Wer demnächst ab dem 1. März quasi sich auch mal ein Gerät dafür interessiert und das mal testen möchte, dem schicken wir auch gern so einen Koffer mit dazu. Auch hier gibt es entsprechende Links, die in Ordnung sind oder die eben defekt sind, sodass man einige Fehlerbilder, die der Alfred Huber eben hier gezeigt hat, auch mit diesem Koffer nachvollziehen kann. Hier sind also Strecken drin, versteckt im Koffer, die auch ein gewisses Fehlerbild haben und sie kommt von außen mit über diese Panels da dran.
wird dann ab 1. März werden wir diese Koffer zur Verfügung stellen, wenn jemand sich für unser Gerät interessiert und das eben mal ausgiebig testen möchte. Jetzt stelle ich mal eben meinen PC hier so ganz drauf und muss meine auf meine hässlichen Kabel. Auf deine hässlichen Kabel. Ich verstecke mich mal so ein bisschen hinter der Kamera sozusagen. Wir haben ein paar Fragen. Das erste, was kann ich tun, wenn ich den falschen Standard gewählt habe? Muss ich dann noch einmal alles messen? Natürlich nein. Natürlich nicht. Sofern der Standard nicht grottenverkehrt ist, also ich habe aus Versehen Channel Link, hätte Permanent Link messen sollen. Solange das nicht passiert ist, kann man alle Ergebnisse, die gemacht wurden mit einem Standard, zum Beispiel amerikanischer CAT5 Standard wurde gemessen. Der Kunde hätte aber gerne einen internationalen ISO EA Standard bis 500 MHz gehabt. Kann man diese Messergebnisse in der Software noch nachzertifizieren. Also die Software, die beim Messgerät dabei ist, die Export-Software, hat sogenannte Rezertifizierungsfunktion. Und unser Geheimnis ist, dass das Messgerät intern immer Messergebnisse bis 600 MHz dokumentiert, aufspeichert. Auch wenn man jetzt nur bis 100 MHz gemessen hat, sind die Ergebnisse da bis 600 MHz und könnten dann später sogar in der Software eben bis zu den 500 MHz für die Klasse EA mit benutzt werden zum Rezertifizieren. Also keine Sorge, auch wenn der NVP-Wert mal verkehrt eingestellt wurde vom Kabel, was ein leidenschaftlicher Fehler ist auf der Baustelle, auch den kann man sozusagen nachträglich in den Auswertungen noch mehr ändern, in der Software noch mehr ändern. Ah, okay, man kann sich finanziell verbessern, indem man den NVP entsprechend justiert. Okay, wie groß ist die Auswahl der Steckverbinder oder der Kabel? Kann ich die Liste irgendwo einsehen? Ich glaube nicht, dass wir eine Liste haben, oder? Es gibt eine Liste, man könnte sie, ja, für uns intern gibt es eine Liste, ich glaube schon, dass man sie einsehbar machen kann, aber das Einfachste ist im Messgerät durchblättern. Also ich glaube, wir haben mehrere hundert Kabel drin, mehrere hundert Stecksysteme von Dutzenden von Herstellern da drin. Also sollte man mal das Kabel nicht drin sein, kann man sehr, sehr einfach sich ein eigenes Kabel in dem Gerät generieren. Also ein eigenes Kabel, wenn jetzt, was weiß ich, der Huber-Kabel Kategorie 39,5 oder sowas, das können Sie sich dann selber konfigurieren. Sie können sagen, es ist zweipaarig, es ist vierpaarig, hat es eine Kategorie 7, 8, 6 oder wie auch immer. Also das kann man relativ einfach, sehr einfach auf diesem Gerät konfigurieren. Das gleiche gilt auch für die Stecksysteme. Das richtig, kann man sich eigene richtig. Stecker kreieren und die bleiben dann auch in dem Gerät vorhanden. Richtig. Was ist mit einem Nullabgleich zwischen den Geräten, so wie ich es von einem unbedeutenden Marktbegleiter kenne? Ja, unsere Geräte möchten auch manchmal miteinander sprechen. Wir nennen das auch Feldabgleich, nennen wir das. Aber wir nutzen das eigentlich eher zum Synchronisieren der Geräte und zum Rauskriegen über den Verschleißzustand der Messkabel da drin. Das Gerät, glaube ich, fordert dich alle 2 Wochen auf, die Geräte mal kurz zusammenzuhängen, um zu referenzieren wieder, um sich gegenseitig wieder mal abzusprechen, wo die einzelnen dB-Pegelstufen sind und so weiter. Aber wie gesagt, ist nicht erforderlich, um die Messkabel irgendwie da aus der Messung rauszukriegen. Das macht das Gerät mit besserer Intelligenz. Ja, auch ein Thema, wenn das Ding hier bei solchen Temperaturen, wie wir sie hier draußen gerade haben, im Wagen über Nacht war und am nächsten Tag messen in der warmen Bude oder so. Generell sagt man halt, so ein Gerät sollte halt unter Messbedingungen erstmal warm laufen. Und wenn es warm gelaufen ist, machen wir die Messungen, Nullabgleich, Messungen und so machen wir das. Und wenn die Temperaturschwankungen über den Tag sehr groß sind, sollte man vielleicht Mittag das Ganze wiederholen, um die Synchronität hochzuhalten. Aber Mann. Dann hast du in deine Folien geschickterweise keinen Bug, sondern ein Feature gezeigt, was so durchgerutscht ist, weil die Hauptseite war auf Deutsch und die Remote-Seite war auf Englisch. Das war Absicht? Nein. Natürlich war das Absicht. Natürlich war das Absicht. Ja, bei uns ist es so, dass man im Prinzip die beide Geräte in unterschiedlichen Sprachen definieren kann. Das ist auf Baustellen auch manchmal recht sinnvoll, wenn Sie einen haben, der schnell laufen muss mit dem Remote-Gerät und vielleicht nicht so ganz der deutschen Sprache mächtig ist, dann können Sie das auch auf Polnisch, Russisch, Kyrillisch, hätte ich jetzt fast gesagt, Türkisch oder sonst wie stellen. Also von daher... Beliebigkeit. Wie gesagt, es sind zwei unabhängige Geräte, die eben nur für den Messmoment zusammengeschaltet werden und die erlauben gewisse Individualisierungen. Jetzt kommt noch mal die Frage zu dem Feldabgleich. Da kommt noch eine Nachfrage. 2 Messkabel, also mit einem Verbinder? Nein. Einfach. Auf der einen Seite wird ein Channel-Adapter eingesteckt, auf der anderen bleibt er permanent. Und so stelle ich die Verbindung her. Wie gesagt, es wird kein Messkabel vermessen dadurch. Das ist nicht erforderlich.
Es wird nur synchronisiert zwischen den Geräten. Das einzige Mal mit Ausnahme, wo ich wirklich den Messkabel auch definitiv messtechnisch erfassen muss, ist beim Messen von DCIU. Das heißt, wenn ich diese Widerstandsunsymmetrien messe, dann messen wir im Milliohm-Bereich und da gibt es einen speziellen Nullableiter vor der Messung, wo die Kabel noch mehr eine punktgenau vermessen werden. Okay. Ich muss hier ein bisschen hin und her schalten. Ist marginal bestanden oder nicht bestanden oder Fragezeichen? Ja, das ist jetzt die magische Aussage. Marginal bestanden. Das Gerät orientiert sich an der Hauptaussage. Ist der Wert unter der Kurve und gut, dann ist es ein Bestanden mit Sternchen. Ist er draußen, ist es ein Fail mit Sternchen. So macht das Messgerät es. Was aber nicht heißt, dass es auch die Wahrheit ist sozusagen. Und was ganz wichtig ist, es gibt den Standard, haben wir letzte Woche kurz angerissen, 50174, der das Installieren definiert. Und der definiert auch, wie mit Sternchenwerten zu verfahren ist. Sie müssen nämlich als Installateur, bevor Sie anfangen zu messen, mit dem Kunden im Klaren sein, was passiert bei Sternchenmessergebnissen, wenn wir Rückflussdämpfung gehabt haben. Wenn der Kunde sagt, ich akzeptiere keine Sternchenwerte, dann akzeptiert er auch keine grüne Haken mit Sternchen. Das heißt, an der Stelle muss man messtechnisch irgendwie eingreifen, das Ding nochmal nachsetzen oder sonst irgendwas. Wenn Sie es versäumen, mit dem Kunden darüber zu reden, wie mit Sternchenwerten zu verfahren ist, hat er später das Recht, Ihnen die Messergebnisse wieder zurückzugeben, um die Ohren zu hauen und nicht anzunehmen, nicht zu akzeptieren, nicht zu bezahlen. Also es muss im Vorfeld geklärt werden, werden Sternchenwerte toleriert, durchgelassen, wie werden sie behandelt, aber wie gesagt, im Vorfeld zwischen Installateur, dem Messtechniker und dem Endkunden. Ganz wichtig zu klären. Okay, dann kommt eine Frage, kann ich Messreserven vorgeben, also einen Offset einstellen? Macht eigentlich keinen Sinn, sowas zu machen. Ja, wir haben es bei der Autoindustrie. Sie können eigene Standards da reinbringen, aber da bist du... Ja, was man Offsets reinzupacken, ist immer so wie mit meinen... Nein, ich sag's nicht. Also man braucht es nicht, weil die Reserven, die in der Verkabelung drin sind, zur Anwendung hin, sind schon so gedacht, dass alle Messunsicherheiten der Messgeräte und thermische Schwankungen der Anlage durch diesen Überbetrag sozusagen ausgeglichen sind. Möchte man jetzt wirklich eigenes Standardsystem anlegen, können wir oder kann man auch als Kunde eigene Standards mit eigenen Grenzwertkurven definieren. Da gibt es ein Tool dafür, dass man sagt, ich definiere meinen völlig eigenen Messstandard, meinen Hausstandard oder sowas, wo ich so viel Reserve und Luft einbaue, wie es nur gerade geht, kann ich machen. Ja, wenn man den Sinn darin sieht, kann man das tun. Dann war noch eine Frage zu der Rückflussdämpfung. Da hast du irgendwas von langgezogenen Kabeln erzählt und da steht eben, wie sieht denn ein zu langgezogenes Kabel aus, genauso wie ein Überfahren? Ich hatte schon versucht, das zu beantworten, weil ich diese Rückflussdämpfung, ich vergleiche das immer mit dem Gartenschlauch. Wenn Sie einen Gartenschlauch haben und da stellt sich jemand auf den Gartenschlauch, dann tröpfelt das Wasser nur noch raus. Das ist diese Inhomogenität, die du erwähnt hast, wenn der Gabelstapler über die Leitung fährt. Wenn Sie eine verkalkte Leitung haben, tröpfelt das Wasser vorne auch nur noch raus, aber nicht punktuell. Sie haben also keine punktuelle Eindellung, sondern Sie haben über die gesamte Leitung eine Eindellung. Und so würde dann im Prinzip so ein zu stark gezogenes Kabel auch entsprechende Wirkung haben. Was man manchmal sieht an den Kabeln, sonst bei den bunten Kabeln, sieht man halt, wenn ein Kabel überzogen wird, wird dieser schöne farbige Mantel weiß, wird hell. Weiß ist meistens ein Zeichen für deutlich zu stark dran gezogen. Wenn man sich überlegt, dass so die Zugkräfte auf dem K7-Kabel irgendwo im Bereich zwischen um die 15 bis 35 Kilogramm sind, dann ist das nicht viel. Das heißt, dieser Überzug ist relativ schnell erreicht und die elektrischen Werte fangen da schon an, sich im Kabel zu verändern. Also bitte behandeln Sie Datenkabel sehr pfleglich. Früher haben wir immer gesagt, Datenkabel werden nur eingelegt und nicht eingezogen. Es kommt daher, dass sie einfach als Hochfrequenzgebilde gelten, was mechanisch empfindlich ist. Ja, korrekt. Es kommt nochmal eine Nachfrage hier. Bis 600 MHz speichert das Messgerät die Werte? Fragezeichen. Ja, für RJ45-Systeme. Ja. Natürlich speichert es höhere Werte, wenn ich eine höhere Klasse wähle. Aber der Minimumspeicherbereich ist immer 600 MHz. Hier haben wir noch einen, der ganz stark in die Technik einsteigt. Wie wird Längenmessung und Wire-Expert implementiert? Kapazitiv oder TDR? Es ist einfach ein Laufzeitverfahren. Ich schicke ein Signal auf die Reise, warte, was zurückkommt. Da rechne das Ganze mit einem Verkürzungsfaktor vom Kabel. Also keine kapazitive Messung, wie es die kleinen Geräte haben, sondern wirklich eine reflektionsbasierende Messung.
Okay, dann ist hier noch die eine oder andere Nachfrage, aber das können wir wahrscheinlich dann per E-Mail oder hier nochmal direkt beantworten. Die meisten Fragen sind beantwortet. Ich sage schon mal Hello, bis dann und überlasse dir das Schlusswort, Alfred. Ich sage auf Wiederschauen. Schön, dass Sie dabei waren, aber der Herr Huber wird jetzt noch das Schlusswort. Jo, also nochmal vielen Dank von meiner Seite, also von uns besser gleich hier nochmal. Vielen Dank für die Nachfragen. Wie gesagt, was wir jetzt nicht alles beantworten konnten in der kurzen Zeit, werden wir jetzt schriftlich noch nachreichen. Ansonsten, Sie sehen unsere Kontaktdaten hier, Sie dürfen auch direkt mit uns in Kontakt treten, freut uns auch. Ansonsten bleiben Sie uns gewogen. Ganz wichtig, bleiben Sie uns gesund. Das ist immer das Wichtigste heutzutage und wir würden uns freuen, wenn wir uns bald wiedersehen würden mal hier. Also bis dann, bleiben Sie uns gewogen.